Ich bin hier aufgewachsen, habe so viele Erinnerungen an die Kindheit. Da ist so Oberstdorf mit der Umgebung, mit den Menschen, mit dem Sport. Einfach so die Konstante, wo sich durch mein Leben zieht. Und ich bin unglaublich gern hier. Ja, Oberstdorf ist einfach Heimat. Ich bin hier groß geworden, wenn ich mal ein paar Tage zwischendrin habe. Egal ob im Winter oder im Sommer. Ich versuche immer in die Berge zu kommen und mich da zu bewegen und fühle mich wohl da. Für mich hat damals die WM 2005 wirklich so, war was Inspirierendes. Ja, eine Heim-WM ist was ganz, ganz Besonderes für uns. Es ist ein Privileg, hier eine Weltmeisterschaft zu haben, wo alles begann. Es ist unglaublich vieles entstanden, was auch dann über die WM hinaus genutzt werden kann. Nicht nur für den Leistungssport, auch für den Breitensport, auch für den Tourismus. Und ich glaube, der Trend geht dahin, dass auch im Sommer genutzt wird. Wir haben nach der WM 2005 hier in Oberstdorf eine sehr tolle Entwicklung gemacht. Und das war für uns jetzt der Anspruch, hier diese Anlagen weiterzuentwickeln. Wir haben ja bei der WM GmbH auch einen Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss. Und dieser Ausschuss hat uns von Anfang an beraten im Bauprogramm. Die Firma Fissmann ist auch in beiden Anlagen vertreten. In der Schanzenanlage haben wir eine Wärmepumpe verbaut. Hier nutzen wir den Temperaturunterschied, um die Räumlichkeiten für die Athleten aufzuheizen. In der Langlaufanlage haben wir einen Pelletkessel mit 75 kW Leistung. Hier werden Pellets verbrannt und die Wärmeenergie dann über ein Nahwärmenetz zur Beheizung der Räumlichkeiten verwendet. Ja, meine Motivation, hier an diesem Projekt mitzuarbeiten, war, viele Jugendliche zum Sport zu bringen. Und es ist einfach eine Freude zu sehen, wenn aus Jugendlichen irgendwann mal Olympiasieger und Weltmeister werden. Ich glaube, für den Nachwuchs ist hier mit dem Zentrum schon was echt Geniales geschaffen worden, wo man einfach das ganze Jahr gute Trainingsmöglichkeiten bieten kann. Es wird immer schwieriger, im Winter Orte zu finden, wo es wirklich genügend Schnee hat, um eine Schanze zu präparieren. Dieses Bewusstsein und diesen Respekt vor der Umwelt ist, glaube ich, das auch, was ich der jüngeren Generation oder einfach mitgeben möchte. Es geht nur ein Miteinander und darauf baut die Natur einfach auf. Und dieses Bewusstsein, diesen Respekt einfach mitzubekommen, ich glaube, das ist so der Schlüssel.